Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Xenoblade Chronicles 2. Das wird heute die erste Folge sein, wo ich mich von Anfang an voll und ganz mit der Erkundung von Mor Adain beschäftigen möchte, dem Ort, wo ich eigentlich in der vorletzten Folge, glaube ich, schon angekommen bin und mich gerade in der letzten Folge davon habe wieder hart ablenken lassen, weil ich mal wieder auf die Idee kam, in Garfond vorbeizuschauen und da schon wieder eins zum anderen geführt hat. Und man kennt das ja in so einem riesigen Spiel wie diesem hier und das hat mir auch viel Freude bereitet. Und wir sind im Söldnerrang aufgestiegen und eigentlich war alles total toll. Ich will mich überhaupt nicht beklagen, aber ich habe jetzt Bock auf neues Gebiet und auf Gebietserkundung und alles und überhaupt. Und jetzt will ich aber erstmal den nächsten... Tausend Dank für die Hilfe. Ich werde in Zukunft besser auf meinen Nachwuchs aufpassen. Besser ist das wohl. Ich habe jetzt offscreen auch nichts weiter getan. Ich sage euch auch gleich, warum. Denn das ist momentan so ein organisatorischer, zeitlicher Struggle, dem ich hier unterliege. Und ich sage euch das nicht gleich, ich sage euch das jetzt. Ich werde erst offscreen wieder an so Harmoniesachen arbeiten und Hilfskerne veredeln und vielleicht auch Bergungstauchen mal wieder machen. Das wollte ich ja auch vor ein paar Folgen schon erledigen. Das werde ich erst alles machen, wenn ich mit der Vorproduktion wieder einen Punkt erreicht habe. Ach, hier ist ein neuer rosaner Auftrag. Das ist ja interessant. Wollen wir den gleich machen? Wenn ich den Punkt erreicht habe, dass ich ein bisschen Luft einfach habe. Weil jetzt, wenn ich jetzt mich offscreen reinhängen würde, und das hat zum Beispiel bei der letzten Vorbereitungssession, die ich offscreen gemacht habe, hat das knapp eine Stunde gedauert. Das klingt vielleicht nach nicht viel. Für mich ist das momentan viel, weil ich mich mitten im Umzugs- und Urlaubsgetümmel befinde. Für mich ist das eine ganze Menge. Und, warte, ich will erstmal hier das fertig machen. Mein Vater ist einfach so verschwunden, was ihm wohl passiert ist. Okay, das sind jetzt diese Godfrey-Missionen, die hier immer weiter voranschreiten, wie es aussieht. Aber die Bedingungen werden auch immer höher. Vielleicht erreiche ich ja auch irgendwann mal den Punkt, wo ich die gar nicht erfüllen kann. Es wird jetzt auf jeden Fall mit den Spezialtalenten schwer, wenn ich mir angucke, wie hoch die Bedingungen hier ausfallen. Wobei zwei von den drei Punkten da oben... Obwohl insgesamt sind das streng genommen ja 6 Punkte, die man erfüllen muss. Aber 2 nimmt er hier schon mit. Ich mach das mal eben schnell wie gewohnt ohne euch. So, das sieht doch ganz gut aus so, oder? Ich habe sogar relativ viele Spezialtalente noch reinbekommen. Aber das lag an Wulfric, weil der sowohl Erdelement als auch Superkräfte bedienen konnte. Also der ist jetzt hier so ein bisschen meine Joker-Klinge gewesen. So, dann bestätige ich das Ganze mal. Und dann müssten die jetzt im Laufe der Folge irgendwann wieder zurückkehren. Und das müsste aber jetzt auch ordentlich abgekürzt werden, oder? Ja, 14 Minuten, das ist in Ordnung. Von ursprünglich 20 Minuten, damit kann ich gut leben. Ich bin gespannt, wann ich jetzt hier für Mor Adain die Söldnertruppenaufträge freischalte. Also ich weiß gar nicht, was für ein Kriterium dafür erfüllt sein muss. Ich verstehe auch immer gar nicht, warum hier plötzlich so viel aufpoppt, wenn ich einfach nur eine neue Mission vergebe. Weil das kommt doch eigentlich immer alles, nachdem die das dann abgeschlossen haben, oder nicht? Das Ding ist auf jeden Fall abgeschlossen und keiner von den beiden Wachen will auch nur irgendein Wort mit uns wechseln. Ich bin ja ein bisschen enttäuscht. Na gut, so auf dieser Ebene bin ich beim letzten Mal schon rumgelaufen. Ich bin am Überlegen, ob ich jetzt resonieren soll oder ob ich das nachher mache. Ich glaube, ich werde erstmal ein paar Minuten spielen, weil ich gerne hier eintauchen möchte. Ich meine, ja, es ist Wüstengebiet. Wer diesen Kanal schon eine Weile kennt, der wird wahrscheinlich wissen, dass ich nicht so der Wüstenfan bin. Aber die allermeisten Spieler haben gefühlt so eine kleine Wüstenabneigung. Ich weiß gar nicht so genau, woher das kommt, weil ich, also, naja, doch, eigentlich weiß ich, woher das kommt, bei mir zumindest, weil ich finde, in vielen Spielen von früher waren Wüsten halt ultra nervig und man verläuft sich da und die sind so öde und oft ist dann die Sicht auch schlecht, aber ich muss sagen, die neueren Spiele, die ich jetzt so in den letzten Jahren gespielt habe, da fand ich Wüsten gar nicht so schlimm. Ich glaube, das ist so ein Relikt alter Tage. Vielleicht hängt das auch so ein bisschen damit zusammen, welche Spiele du früher gespielt hast. Aber ich glaube, ich sollte meinen Blick auf das Thema Wüste
ein bisschen gnädiger gestalten für die Zukunft. Aber ich bleibe dabei, dass Wüsten für mich so von allem, was so Gebiete hergeben, sage ich mal, sind Wüsten für mich, glaube ich, nach wie vor so auch die hässlichsten Gebiete. Neben Kanalisation kann ich in der Regel auch nicht leiden. Aber bei Kanalisation mag ich wenigstens noch den Aufbau, den die häufig haben und die Struktur, die sie so mitbringen. Wisst ihr, was ich meine? Weil du da eher so diese schlangenförmigen, klar definierten Wege hast, sage ich mal. Ich habe gerade Sturmurin gelesen, aber der heißt Sturmurin. Warte mal, ich muss jetzt nochmal ganz kurz flüchten. Es tut mir sehr leid. Ich habe nämlich jetzt wieder vergessen und den Fehler mache ich scheinbar sehr, sehr oft und sehr, sehr gerne. Darf ich vielleicht raus? Das wäre voll nett. Als ob Sturmurin sich so schnell von A nach B bewegen könnte. Vielleicht hatte der gerade Rückenwind, ich weiß auch nicht. Aber der sieht nicht so beweglich aus. Und ist mir gerade voll lange hinterhergelaufen oder gerollt oder was auch immer. So, ich muss jetzt hier nämlich nochmal gucken, dass ich hier zumindest überall jemanden drin habe. Okay, bei Rex habe ich jetzt scheinbar niemanden auf die Reise geschickt, aber hier ist jetzt ein Slot frei. Und den wird die gute Perun bekleiden. Hä? Warum habe ich den jetzt einen leer gemacht? War ich vorher auf dem Falschen drin? Oder drauf? Ich weiß es nicht. Crozette, was war bei ihr nochmal die Voraussetzung, um den nächsten Ring zu öffnen? Wahrscheinlich die Vertrauensstufe. Aber ich hätte Corvin auch so gerne mit dabei. Ich würde Dromark so gerne rausnehmen. Ich werde jetzt Perun erstmal entfernen und ein bisschen mit denen hier... mit den beiden, die ich gerade benannt habe, ins Feld ziehen. Warte mal, was haben die denn überhaupt? Sie ist eine Heilerin, er ist ein Abwehrtypi und er ist auch Heiler. Kann ich mit allem gut leben. Ich finde, die passen optisch irgendwie auch alle schön zusammen. Guck, das sieht aus wie eine richtig schöne, aufeinander abgestimmte kleine Familie oder Clique oder was auch immer. Irgendwas wollte ich gerade sagen. Ja, Perun werde ich dann eher wieder ins Boot holen, wenn ich wieder in Mor Ardain bin, in der Hauptstadt. Also wenn ich wieder so in diesem Modus bin, dass ich gefühlt nach und nach Nebenmissionen abarbeite und so. Aber gut, jetzt habe ich wenigstens alle Slots befüllt. Jetzt können wir das Ganze hier nochmal aufrollen. Und mal gucken. Die scheinen auf jeden Fall einiges auszuhalten. Macht das Sinn, hier mit Pyra an den Start zu gehen? Ich weiß es nicht. Also den ersten können wir uns jetzt mal zusammen angucken, aber ich glaube, das werden nicht die ultra spannendsten Kämpfe. Ich weiß gar nicht, ob ich überhaupt noch weiß, wie man hier überhaupt richtig kämpft. Wir sind jetzt so lange mit allem möglichen Zeug beschäftigt gewesen, fernab von Kampfgedöns, dass ich mir gerade nicht so ganz sicher bin. Aber ich beobachte meine Energieleisten ausgiebigst und vertraue da voll und ganz auf Mia, die hoffentlich das Richtige machen wird. Und ich werde jetzt immer wieder die Stufe 2 Dinger, die ich eigentlich gerade aktivieren wollte, einsetzen. Es ist aber von Klinge zu Klinge auch unterschiedlich, dass du mal auf irgendeine Taste raufballern musst und mal so eine, diese Quicktime-Event-Ringe hast oder keine Ahnung, wie man die nennen soll. Das ist auch interessant. So, warte mal, diese Dinger muss ich jetzt einsammeln, weil bei ganz vielen Klingen war das eine Anforderung. Um irgendwie so ein Harmonieteil wieder freizuschalten. Irgendwie reagiert er gerade nicht. Ich wollte jetzt eigentlich meine Stufe 1-Dings hier machen. Dankeschön. Achso, nochmal. Muss man sich aber auch erstmal dran gewöhnen. Ne? Wobei bei Cora kann man sich das eigentlich relativ einfach merken. Weil sie seit jeher immer nur diese Ringdrücker hatte. Dafür gibt es bestimmt irgendeinen Fachbegriff, den ich schon wieder nicht kenne. Aber ihr wisst, was ich meine, wenn ich von Ringdrückern spreche, oder? Wir fallen bestimmt in den nächsten Aufnahmesessions dazu auch wieder andere Bezeichnungen ein, aber jetzt müssen wir uns erstmal damit begnügen. So, ich wollte eigentlich jetzt schon wieder das Stufe 1-Ding raushauen. Boah, aber das ist zäh. Das ist sehr zäh. Also entweder ich bin noch ein bisschen zu schwach. Ich habe auch definitiv noch Optimierungspotenzial nach oben, was meine Dings angeht, meine Ausrüstung. Da habe ich nämlich auch schon sehr, sehr lange nicht mehr reingeschaut. So, Konzentration, das klappt aber. Ja, das wird schon. Ich kürze das mal ab und wir sehen uns gleich wieder, wenn die beiden hier down sind, okay? Boah, ey, das hat jetzt unfassbar lange gedauert.
Das hat sich aber zumindest in Sachen Harmonieerfolg scheinbar rentiert an der einen oder anderen Stelle. Also ich werde diese Gegner auf jeden Fall erstmal nicht mehr besiegen. Ich habe keine Ahnung, das bereue ich gerade ein bisschen, wie lange das gedauert hat, weil ich habe jetzt nicht auf die Uhr geguckt, aber es hat mich eine Weile beschäftigt und das ist gefühlt noch heillos untertrieben. So, aber dann kann ich jetzt mal gucken, weil das ja wenigstens in den Harmonieringen dann den ein oder anderen Erfolg gebracht hat. Das rentiert sich dann am Ende des Tages vielleicht doch wieder ein bisschen. Erhöht kritischen Schaden ist immer gut. So, bei Rocky Bocky kommen wir auch weiter mit Sturm und Drang. Erhöht irgendwas an Schaden. Erste 30 Sekunden kann man mal machen. Das ist auch nicht verkehrt. So, und dann das meiste war... Ah, bei Crozet sind das auch zwei Sachen gewesen. Sehr schön, beides aus dem roten Bereich. Was war hier nochmal? Siehste, das ist mir eigentlich auch in der letzten Folge schon aufgefallen. Nein, ich wollte mich wegen dem Fleischbällchen-Eintopf informieren. Das habe ich jetzt leider vergessen. Das ärgert mich gerade ein bisschen. Aber egal, die Zeit wird noch kommen. Wenn alle glauben, dass ich das komplett aus meinem Blickfeld verloren habe, dann komme ich um die Ecke und beweise euch das Gegenteil. Das ist jetzt einfach mal mein Plan. Es ist, es krabbeln gerade interessante, undefinierbare Insekten durch mein Arbeitszimmer. Nur ganz winzige, aber ich bin gerade trotzdem ein bisschen beunruhigt. Es ist halt ultra heiß, ne? Das ist auch so eine Begleiterscheinung, die ich sehr, sehr, sehr doll bei diesen heißen Temperaturen hasse und verabscheue. Und ich wage mal zu behaupten, vielleicht noch ein bisschen mehr als der Otto-Normalmensch da draußen, der vielleicht sagt, Spinne, voll eklig. Ich habe da wirklich, das verfolgt mich bis in meine Albträume, wenn ich mich da richtig reinsteigere. Und das, ich muss jetzt irgendwie versuchen, das für die restliche Folge auszublenden. So, ich weiß, was gleich passieren wird. Ich will eigentlich nur den einen hier angreifen. Und weiß aber nicht, ob ich den anderen jetzt anlocke und hoffe einfach mal, dass wir den jetzt so schnell down kriegen, weil der verträgt nicht allzu viel. Deswegen könnte das klappen, wenn der jetzt nicht irgendwie so einen riesen Schlenker zu seinem Gegnerkumpel da macht. Ich glaube, den könnten wir aber down bekommen. So, jetzt hier wird er einmal Steinschlag. Tobt euch hier richtig aus. Also ich meine, wir sind gerade so schön beim Thema Insekten und ich habe hier gerade einen Necromyk vor mir. Also was ist naheliegender, als dem jetzt hier so richtig eklig den daraus zu machen. So, das war sehr exzellent. Aber ich glaube, ich habe mit dieser Technik gerade den Gegner nicht gefinisht, denn ich meine immer noch, dass man da ein bisschen mehr an Loot auch bekommt. Ackerbaukunde. Hat die schon mal einen Sammelpunkt, wo das erforderlich war? Ich weiß es nicht. Hey, der Söldnertrupp ist zurück. Und ich habe eine Herzhimbeere bekommen. Ich glaube, das war das goldene Item, was ich gerade mitgenommen habe. Bin mir aber nicht ganz sicher. Was ist denn da unten los? Ich glaube, einen Sturz würde ich überleben. Wo möchte ich da jetzt runter? Ich versuche jetzt einfach mal mein Glück. Oder? Ah, guck mal, mit Aufwind. Oh, wäre ich wieder nach oben gekommen, hä? Das ist ja jetzt schon ein bisschen schade. Wie kommt man denn da legal runter, ohne sich beide Beine zu brechen? Habe ich irgendwas verpasst? Also entweder ich brauche einfach nur mehr KP... Oder ich muss meinen Fallschaden irgendwie reduzieren. Oder es gibt irgendein Talent, was den Fallschaden reduziert. Ich überlege gerade, ob ich sowas vielleicht nicht sogar schon mal gesehen habe. Keine Ahnung. Ist jetzt das Mückenvieh auch wieder da? Wenn ja, dann könnte ich mich jetzt nämlich an dieser einen Mücke abarbeiten, um meine Mission weiter voranzubringen. Aber das müssen wir dann gucken. Aber ich mag Crozet irgendwie, weil ich irgendwie ihren Harmoniebaum interessant finde. Und ich generell diese Klingen mag, die mir bei den Sammelpunkten noch zusätzliche Items bescheren. Wisst ihr, was ich meine? Das finde ich sehr, sehr, sehr praktisch, weil ich doch immer so ein Sammelmessi bin, so ein Itemmessi. Ich möchte doch immer am liebsten 10.000 Sachen von jedem Item haben, egal wie belanglos es ist. So, Preisfrage. Habe ich jetzt schon die Möglichkeit, safe runterzukommen? Ich sehe hier auch... An der Seite nichts, was so einen Fall abfedern könnte, außer eventuell das hier. Warte mal, ich lasse jetzt hier nichts unversucht. Ach Mist, ich hatte gehofft... Oh, da ist sogar eine Kiste.
Da ist sogar eine Kiste. Ich wette, da ist voll das tolle Zeug drin. Keine Sorge, ich werde mich da jetzt nicht nochmal runterstürzen. Wir gucken uns gleich den Söldnerauftrag an. Werden dann den nächsten starten, auch wenn wir den heute wahrscheinlich nicht abgeschlossen kriegen. Wobei, ich habe jetzt so einen langen Cut gemacht. Also den, davon habt ihr halt nicht viel mitbekommen, aber ich weiß, dass dieser Kampf gerade sehr lange gedauert hat, dass wir eventuell, wenn das jetzt mit den Stats gut läuft, das so verkürzt kriegen, dass ich jetzt hier noch einen zweiten Auftrag untergebracht bekomme. Ein Monster hat ihm den Rückweg versperrt und du hast es vertrieben. Oh, bist du stark und toll. Okay, dankeschön. Also, falls sich das überhaupt auf uns bezieht, ich weiß nicht, wer hier gerade wem Komplimente macht. Aber ich glaube, das ist der Auftraggeber, der den Auftragnehmern gerade seinen Dank ausspricht. Für mich bedeutet Gerechtigkeit, die Schwachen vor der Bedrohung durch die Starken zu schützen. Das ist auf jeden Fall so ein richtiger Ehrenmann, ne? So ein richtiger Kämpfer für das Gute. Und Asami, die sieht eher so aus, als würde sie sich genau für das Gegenteil einsetzen, nämlich für die finstersten Gestalten, die die Welt hier jemals gesehen hat. Aber vielleicht tue ich ihr auch Unrecht. Das ist so ein bisschen Schubladendenken und Klischee-Rumreiterei. Und hier sind wir schon beim vierten Ring. Holla, die Waldfee, verwende Luftschild. Und warte mal, was kommt hier noch ganz am Ende? Sie hat Dreiselust jetzt auf Stufe 2. Und hier, ey, ganz ehrlich, Sammel-Items ist, wenn du die guten Spots, sage ich mal, kennst, das ist gar nicht so schwer, das zu erfüllen. Und guck mal, hier fehlt auch nicht mehr so viel. Aber warum hat sie hier schon 8 von 10? Sammelt sich ja auch Punkte, wenn ich sie auf Mission schicke, weil Amayori, da bin ich mir relativ sicher, das klingt so ein bisschen wie Aioli, wenn man das so ausspricht. Die war, glaube ich, noch nie aktiv in meiner Gruppe so verbaut. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen bin ich ein bisschen überrascht. Aber gut. So, dann einmal checken. Wir haben, glaube ich, nichts mehr Rosanes über. Das heißt, ich könnte jetzt beginnen mit der Abarbeitung, wenn sich das überhaupt abarbeiten lässt. Wir haben ja gelernt, dass man einige Missionen auch mehrfach hier abwickeln kann. Da habe ich so einen Kranz dran. Das habe ich schon mal gemacht, ne? Das finde ich aber gut, dass das auf diesem Wege visualisiert wird. Weil das brauche ich immer so für meinen Komplettierungswunsch. Wisst ihr, was ich meine? Das ist wie so ein Häkchen auf einer To-Do-Liste und das finde ich gut und wichtig. Eine große Gruppe hat reserviert und wir haben Probleme, auf die schnelle zusätzliche Kellnerin zu finden. Aha. Hier ist explizit von Kellnerinnen die Rede. Ja, und zwei weibliche Klingen dürfen wir nur ins Rennen. Nee, dürfen wir, können auch 6 weibliche ins Rennen schicken. Ich muss mal gucken, ich bastel mir hier wieder was Lustiges zusammen. So, das hat jetzt ein bisschen länger gedauert. Also Cora war auf jeden Fall die als erstes hier in den Ring musste, denn sie ist die Einzige, die Mädchengespräche hat und das sogar schon auf Stufe 3. Ich finde es immer ein bisschen schade, weil sie hat Stufe 3, aber Mädchengespräche geht trotzdem nur um einen Punkt quasi nach oben. Also der packt pro Charakter bei den Spezialsachen immer nur 1 obendrauf. Wäre halt irgendwie cooler, dass das analog zur Stufe verläuft, ne? Oder wenn das analog zur Stufe verläuft. Und ja, Wulfric hatte auch irgendwas, irgendeinen Wert da unten positiv beeinflusst, deswegen durfte der jetzt auch mit auf die Reise. Und bei Perun bin ich halt mir immer noch unschlüssig, wie ich für sie den zweiten Ring freischalte. Die habe ich jetzt auch einfach mal mit rausgeschickt und lass mich mal überraschen. Vielleicht bringt das ja irgendwie was und irgendwann im Laufe des Let's Plays werde ich hoffentlich noch erleben, wie ich auch weiter am Harmonieringbaum, wie auch immer, von Perun arbeiten kann. Jawohl. So, dann lasst uns jetzt ein drittes Mal diese Richtung hier einschlagen. Ich muss mich jetzt innerlich damit arrangieren, dass wir uns da erstmal nicht fallen lassen können. Es sei denn, es gibt irgendeinen Trick, dann teilt mir den gerne mit, dann werde ich, sobald ich was darüber gelesen habe, mir den mal zu Gemüte führen und dann diesen ganzen Ort hier nochmal aufsuchen. Jetzt muss ich aber erstmal gucken, Crosette war diejenige, jawohl, ja, die jetzt sogar mit einem Talent ums Eck kommt. Wissen um Gemüse, Ackerbaukunde 2. Das ist, glaube ich, in der Ecke hier mehr als hilfreich, weil wir ja jetzt schon davon profitieren, wenn wir den ein oder anderen Sammelpunkt mit ihr absuchen. Hier müsste ich jetzt nochmal eine kleine Anpassung vornehmen. Wir hätten jetzt wieder die Möglichkeit, ja, Asami mit reinzupacken. Das mache ich dann jetzt auch einfach mal. Und sie ist mit allen
Slots bestückt. Ich musste mir mal eben kurz die Nase kratzen. So, dann nutze ich jetzt die Gunst der Stunde mal, um ein bisschen zu resonieren. Like a driver I can depend on. This one's putty in my hands. Oh, nothing. My cuteness can soothe even the savage beast. Leute, was soll ich sagen, ey? Ich habe momentan gefühlt einfach mega die Glückssträhne. Oder, keine Ahnung, ob ich eher eine gute oder eine schlechte Quote habe, aber gefühlt läuft das momentan richtig, richtig gut. Und ich bin so glücklich, dass Florin jetzt bei Nia im Team mit drin ist und dass sie eine Heilerin ist, weil die passt optisch ganz gut rein. Guckt euch mal die Hände von ihr an. Sie ist wahrscheinlich selber auch so ein Pflanzenwesen. Das sind doch keine Handschuhe, oder? Aber guck mal, man sieht an ihrem Schulterbereich und in ihrem Achselbereich, sie hat ja eigentlich eine normale Hautfarbe, ne? Aber die Hände, die sehen creepy aus, aber sehr, sehr cool. Ey, Leute, ich bin schon wieder im siebten Himmel. Da habe ich, glaube ich, sogar die erste Klinge, die jetzt Charme auch als Talent hat. Florins Fähigkeit, durch süßes Aussehen alle für sich einzunehmen. Ja, aber so süß ist sie gar nicht. Sie ist schon ganz schön dominant, wie man gerade aus der kurzen Vorstellung erkennen konnte. Frühlingserwachen und Blütenspiel. Erhöht bei maximaler Harmonie die Wirkung von Heilung und Charakterheit bei Kampfunfähigkeit 60% KP der Gefährten. Schwächungstilger und Rückangriff haben wir beides anderswo schon gesehen. Lavendelschwung, Drehbewegung, bei der ein Brisenball dreimal auf Gegner geschossen wird. Lilientanz erzeugt durch schnelle Drehung eines Brisenballs eine Schockwelle. Physalisstrafe, vergrößert einen Brisenball und lässt ihn Gegner niederwälzen. Und Todeslavende, Rotationen des Balls senden Schockwellen in alle Richtungen aus. Irgendwie glaube ich, dass auch die was kann, aber das glaube ich sowieso irgendwie gefühlt bei allen. Habe ich denn hier noch irgendwie ein Plätzchen zu vergeben? Ah, das wird so eng hier. Das wird echt schwierig. Aber guck mal, wenn ich jetzt Corvin noch austauschen würde, ich mache das jetzt einfach mal. Ich bin jetzt aber schon wieder auf dem Drom-Arc-Feld, kann das sein? Nee. Dann hat sie drei Heiler. Dann ist sie aber sowas von spezialisiert. Ey Leute, es wird langsam echt mal wieder Zeit, dass ich einen neuen Charakter bekomme, der auch Meister ist und auch drei Spezialklingen befähigen kann. Das ist jetzt aktuell mein größter Wunsch. Ich habe nämlich zu viele coole Klingen. Ich weiß gar nicht, wie viele Transferprotokolle ich habe, aber ich glaube, es wird nicht mehr so lange dauern, bis ich das ein oder andere nutze, einfach um ein bisschen aufzuräumen, so, weil das ist mir zu viel Kraut und Rüben. Ich würde am liebsten nach einem bestimmten System halt meine ganzen Klingen verteilen. Also ihren Namen werde ich mir auf jeden Fall gut merken können, weil ich aus Bravely Default mit Florem eine Stadt habe, die mir sehr gut in Erinnerung geblieben ist, weil ich die Musik dazu extrem abgefeiert habe, aber auch das ganze Städtedesign und so. Und die würde da richtig gut hinpassen. Also die passt da wie Faust aufs Auge. So, drei KP-Kapseln einsammeln und dann haben wir hier was Neues für sie freigeschaltet und an der Vertrauensstufe, da fangen wir dann jetzt wahrscheinlich demnächst auch schon an zu arbeiten. Ich guck mal, was ich ihr hier Schönes geben kann. So, ich habe jetzt einfach mal die erhöhte Blockrate mitgenommen und die erhöhte Ether-Abwehr. Einfach so die erstbesten passiven Sachen, die ich gefunden habe. Dann gucken wir noch, ob wir hier irgendwas für sie modifiziert kriegen. Ist bei Heilern, finde ich, immer so ein bisschen schwer einzuschätzen. Ich würde aber eigentlich schon die Blockrate am höchsten priorisieren. Was ist denn das für ein krasser Splitter hier? Wäre es nicht sinnvoller, das eventuell so einer Verteidigungsdings zu geben? Guck mal hier. Das wäre für Poppy, glaube ich, deutlich sinnvoller. Ich meine, Poppy ist ja lang, also die ist ja immer irgendwie im Kampf, solange ich nicht Tora irgendwie auswechsle. Ich glaube, das sollte eher sie bekommen. Macht, glaube ich, mehr Sinn. Das Ding heißt sogar perfekter Schild. Ich hoffe, dass ich diese, wie hießen die, Spulensplitter? Ich hoffe, dass ich die in Zukunft irgendwo auch eingekauft kriege, weil da war
Da ging eine Menge damit, wenn ihr versteht, was ich meine. So, ich will auf gar keinen Fall, dass die Blockrate runtergeht. Und unter dieser Voraussetzung kann ich ja eigentlich nur den Bronzesplitter anbieten. Ja, ich brauche noch so einen Spulensplitter. Für den würde ich dann auch ordentlich was ausgeben. Wobei, ich sollte mich nicht zu weit aus dem Fenster lehnen, denn in Moradain, ich weiß es einfach, da werde ich richtig massiv Probleme bekommen, glaube ich, mit dem Geld. Weil ich das Thema Bergungstauchen und generell irgendwie Geld zusammenkratzen offscreen auch mal hier und da zuletzt sträflichst vernachlässigt habe. Und das wird sich irgendwann rächen, da bin ich mir relativ sicher. So, ich muss jetzt aufpassen, dass ich hier nicht irgendwelche geheimen versteckten Kisten oder sowas übersehe. Aber diese Gegner, die will ich auch gar nicht links liegen lassen, denn die werden wir brauchen. Ich glaube, wenn ich jetzt gegen drei gleichzeitig kämpfe, könnte das sogar ein bisschen gefährlich werden, oder? Und schon wieder ist Rex die ganze Zeit im Fokus. Ich weiß nicht. Ja, ich weiß schon, dass es am Wutwert liegt. Ich wollte gerade sagen, ich weiß nicht, womit das zusammenhängt. Im Grunde genommen weiß ich es doch, aber es ist trotzdem ein bisschen nervig. Ich hoffe, dass Dings die jetzt so in den Griff bekommt. Mein kleiner Tora-Freund mit seiner lieben Poppy, dass ich mir jetzt hier gleich keine Sorgen mehr machen muss. So, ich glaube, jetzt kommt da aber langsam ein bisschen Ruhe rein. Das ist schön. So, Pirates, darfst du einmal noch deine Stufe 1 wenigstens hier raushauen? Und dann wechsle ich gleich das Klingchen und dann geht es immer munter so weiter. Ich habe fast ein schlechtes Gewissen meinen Spezialklingen gegenüber, weil das jetzt gefühlt innerhalb kürzester Zeit so viele geworden sind, dass ich die alle nicht mal namentlich zuordnen kann. Das ist irgendwie scheiße, weil die sind alle im Einzelnen so besonders. Ich würde mich gerne mit jeder einzelnen Klinge ein bisschen stärker auseinandersetzen. Eigentlich mit jeder. Auch die, die ich vielleicht auf den ersten Blick nicht so cool finde. Aber du hast halt nur so begrenzte Möglichkeiten, ne? Aber es hieß auch, ich weiß gar nicht mehr, wie das genau war, aber ihr hattet irgendwie mal so angedeutet, dass das Spiel auch Möglichkeiten anbietet, mehr über Spezialklingen zu erfahren. War das jetzt in Form von irgendwelchen Dialogen oder vielleicht sogar in Form von irgendwelchen Missionen? Das kriege ich jetzt leider nicht mehr zusammen. Aber da würde ich gerne so viel wie nur möglich mitnehmen. Vor allen Dingen, wenn ich dann irgendwie selber auch noch steuern kann über... Okay, über welche Spezialklinge ich jetzt gerne mehr erfahren würde. Das wär irgendwie ganz cool. Aber designmäßig ist das echt schon geil. Also das ist dann was ich finde im Vergleich zu Teil 1 einfach das Ganze nochmal mega aufwertet. Und ich bin auf jeden Fall, ich weiß jetzt schon, dass wenn ich am Ende des Let's Plays sein werde, inklusive DLC meine ich damit, dass es mir extrem unter den Nägeln brennen wird, die restlichen Spezialklingen auch irgendwie noch freizuschalten. Und ich weiß jetzt schon, dass ich körperlich und psychisch auch leiden werde, weil mir die Zeit dafür wahrscheinlich fehlen wird, um das offscreen zu machen. Ich habe ähnlich gelitten, als ich mit Teil 1 dann durch war und mich das extrem genervt hat, dass ich die Harmoniegespräche mir nicht alle angucken konnte, weil ich die wirklich super, super toll fand. So, Asami hat irgendwas freigeschaltet. Asami ist immer gut. Bei Asami hört das gar nicht mehr auf, aufzuplocken. Das darf gerne so weitergehen. Schätzelein, schalte deinen ganzen Harmoniering frei. Obwohl, nee, wenn sie alles komplett freischaltet, dann habe ich ja keine Freude mehr an ihr. Also doch, wahrscheinlich, weil sie dann so ultra stark ist, aber nee, wir haben ja noch ein bisschen was vor uns. So, was ist das jetzt hier? Albtraum-Rondo ist eigentlich gar nicht so ein schweres Wort. Ich bin gerade einfach nur zu doof. Das ist dann Stufe 1, ne? Oder ist das Stufe 2? Warte mal. Ne, das ist Stufe 1. Es ging immer so vom unteren. Das ist 1, 2, 3. So zählt man, ne? Und wo ist dann eigentlich die 4? Die kann ich dann hier über dieses Harmoniedingensens gar nicht weiter pushen, oder? Dekadentes Finale? Weiß ich nicht, wie das hier war. Keine Ahnung. Auf jeden Fall muss ich, glaube ich, die Stufe 1-Dinger bei ihr jetzt häufiger zum Einsatz bringen. Aber das mache ich ja sowieso jetzt verstärkt. Eigentlich viel zu spät damit angefangen, aber ich versuche da jetzt so ein bisschen drauf zu achten. So, solange wir die Ausrufezeichen haben bei den Gegnern, gibt es da auch noch was zu tun, richtig?
Ich habe so ein bisschen die Hoffnung bei diesen ätzenden Gegnern, die da im Hintergrund irgendwie vor sich hindösen, dass die vielleicht so ein bisschen träge sind und ein also dass man die nicht so schnell triggern kann. Weil das sind so eine typischen Kaktuspflanzengegner, wie man sie häufig dann in so Wüstengebieten hat. Die dann so ein bisschen behäbig sind, aber halt viel aushalten und alles und überhaupt. Und ich denke mir, das wird einfach nur künstlich schön. Ich hoffe einfach, dass die mir nicht auf den Sack gehen und sich nicht einmischen. So kann ich es auch abkürzen. So, habe ich hier ein Item, was ich brauche? Ich weiß es nicht. Wenn ich keine Missionsaktualisierung bekomme, habe ich immer das Gefühl, dass mir das nichts gebracht hat. Und ich glaube, so falsch liege ich damit dann auch gar nicht. Ich würde auf jeden Fall gerne die Hauptstadt Mor Adain besuchen, wenn es draußen hell ist. Ist das hier der Haupteingang? Könnte sein, ne? Ich kriege immer ultra aggros, wenn meine Stimme abkackt, ne? Ich weiß nicht warum. Ich bin wie so ein Hund, der sich versucht, selber in den Schwanz zu beißen und sich die ganze Zeit im Kreis dreht und immer aggressiver wird, obwohl er daran eh nichts ändern kann, weil es physikalisch einfach nicht möglich ist. Wobei bei meinem Husten ist es sicherlich physikalisch möglich, den irgendwie abzumildern oder so, keine Ahnung. Aber ist ja auch wohl. So, alles ist schön, meine Welt ist in Ordnung, wenn dieser Gegner da hinten mich in Ruhe lässt. Das ist der einzige Wunsch, den ich jetzt in diesem Kampf habe. Ich weiß nicht mal, was für ein Item ich hier eigentlich brauche oder suche. Ich hoffe einfach, dass es irgendwie immer dabei ist und dass ich irgendwann diese erlösende Aktualisierung rechts im Bild zu sehen bekomme. Das ist mein großer Wunsch. Klassische Medaille. Aber die droppen auf jeden Fall regelmäßig irgendwas, was so ein bisschen gülden ist und wahrscheinlich nicht ganz so unwertvoll. So. Bin ich da hinten jetzt bis zum Ende durchgelaufen? Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, ich habe dann nochmal... Nee, bin ich nicht, alles klar. Hab da nochmal den Rückzug angetreten, weil ich das Ausrufezeichen gesehen habe. So, ich glaube, das kürze ich mal ein bisschen für euch ab. Boah, Leute, ey, hat das auch schon wieder gedauert, mein lieber Scholli. Aber ich habe eine Missionsaktualisierung und schon allein dafür hat sich das gelohnt. Ich werde wegen der Folgendauer heute, also ich meine, vielleicht geht das schon wieder auf und ich mache mir da schon wieder umsonst Sorgen. Aber ich werde heute einfach mal eine Stunde aufnehmen, einfach mal komplett durchziehen, ganz bewusst. Und dann lassen wir uns einfach überraschen, was vom Part übrig bleibt. Ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass die Folge heute relativ kurz ausfallen könnte. Aber ich bin mir nicht sicher. Aber wir gucken einfach mal, wie weit wir kommen. Eigentlich kann ich diese Söldnerauftrags... Obwohl, die kann ich nicht als Timer nehmen. Vergesst, was ich gerade sagen wollte. Weil die helfen mir eben nicht dabei einzuschätzen, wie viele Minuten das jetzt gedauert hat, zum Beispiel einen Söldnerauftrag vorzubereiten oder wie jetzt auch gerade wieder so einen Kampf zu absolvieren. Das ist hier und da ein bisschen schwierig manchmal, das einzuschätzen. Aber das ist egal. Ich habe in dieser Folge nämlich, egal was hier und heute passiert, das geschafft, was ich schaffen wollte. Ich wollte ein bisschen in das Gebiet eintauchen und da sind wir mittendrin. Auch wenn ich jetzt nicht die ganz großen Sprünge nach vorne mache, aber ich will halt jeden Gegner, den ich so an sich noch nicht gesehen habe oder meine noch nie gesehen zu haben, den würde ich gerne einmal bekämpfen. Hey, da sind sie wieder zurück. Hallo Herr und Frau Söldnertrupp. Na, was geht, was geht? Ich gucke mir gleich an, was ihr Schönes an Upgrades mitgebracht habt und was ich als nächstes Jahr an Aufgaben verteilen kann. Aber ich mache das, glaube ich, diesmal ganz am Ende der Folge, weil mir das ansonsten wieder mein ganzes Klingenkonstrukt durcheinander wirft und das muss jetzt nun auch nicht sein. Habe mich nämlich gerade so schön mit meiner Truppe warm gespielt, ne? Und das ist vielleicht so der einzige Nachteil an den Söldneraufträgen, dass du da dich immer wieder neu arrangieren musst. Ich kann natürlich jetzt auch sagen, klar, die Klingen, die ich zugewiesen habe, die schicke ich jetzt erstmal nicht auf Reise. Was geht denn hier ab? Was bist du denn für eine wunderschöne Ecke? Hier halte ich mich gerne auf, das gefällt mir. Du bist bisher das schönste Fleckchen von Mor Adain, wenn ich das mal so sagen darf. Wobei, der Bergungspunkt, da weiß ich noch nicht, ob wir so Best Friends werden. Kann auch sein, dass der mir mehr Kummer als Freude bereitet. Schon wieder so eine Ecke, wo ich mir denke, eigentlich könnte man da hinspringen, aber das ist so tief gelegen, dass ich das wahrscheinlich nicht überleben würde. Ich werde es heute aber auch nicht probieren, weil ich das für sehr unwahrscheinlich halte, dass man darüber dorthin kommt. Weil guck mal, da führt irgendein Fahrstuhl oder sowas, führt runter.
Ich glaube, es wird einen eleganteren Weg geben, dorthin zu kommen. Aber jetzt gucken wir erstmal hier. Und diesmal denke ich dran, dass die gleich anfangen zu quatschen. Deswegen ziehe ich mich jetzt zurück. Rex, Rex! Tora have to ask for friend as fellow man's man. Tora want to gain understanding of life as adventurer. As an adventurer? Rex, Rex is role model of Tora. That why Tora want to learn everything he can about being Rex Rex. This is all very sudden, Tora. What's going on? Come now, Rex. Don't feel too important, he just wants to talk. In any case, it's not so common for Master Pond to ask something so directly. Exactly! Tora being earnest like never before. Tora submit as evidence. This direct, unflinching eye contact. Wow! Your pupils are really dilated. That's what you get, staying up all night. All right, tonight Master Pond go to bed early. Meh, 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 meh! Enough! Tora's eyes are worry of Tora. It not matter. This important. Tora want to be like Rex Rex. Rex Rex, please teach Tora. Nun gut, ich werde dir alles beibringen, was das Leben mich gelehrt hat. Willst du da nicht lieber Nia fragen? Boah, das ist voll schwer, weil beides eigentlich ganz cool klingt und mich sehr interessieren würde, was Nia auch als Reaktion darauf bringt. Aber ich finde, dass das auch so ein bisschen abweisend wirkt. Auf der anderen Seite, vor dem Hintergrund, dass Rex noch so jung ist, ist das vielleicht auch so ein bisschen überheblich. Es ist ganz schwer, sich hier zu entscheiden. Vielleicht bisher das schwerste Harmoniegespräch, weil ich nicht mal bauchgefühlsmäßig eine Tendenz habe. Also wenn, dann ganz leicht die obere. Ich probier's jetzt. I'll teach you all that life's taught me. Thank you! Tora cannot wait! Alright, Tora, listen up. To become a responsible adult, here's what you need to do. Firstly, you've got to take good care of your tools. Ah, Tora very good at that. Runs Poppy's diagnostics every day. Indeed, Master Pond keep Poppy in impeccable state of maintenance. Secondly, you've got to take good care of your friends. If you don't have friends to rely on, you'll be in trouble when a big job comes around. Hum, 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 hum. Tora see. Tora always work alone until now, so that point still a little new to Tora. And most importantly, number three. Yes, yes. Correctly triangulating wreckage coordinates. Ah, of course. Tora can see that very important. One moment. Wreckage coordinates? That's right. If you mess up the coordinates, all the prep you've done goes down the drain. You might lose out on any loot you could have got otherwise. Rex, isn't that salvaging you're talking about? Huh? Yeah, why? One moment, please. Why Rex Rex talking about salvaging? You wanted to know about adventure, yeah? And what greater adventure is there than salvaging? Tora want to know driver wisdom. Have no use for salvager wisdom. Meh. What? Master Pond, it seemed that Ask Rex about art of being driver not bear fruit. After all, Rex is a rookie too. Tora is disappoint. Nein, jetzt muss ich doch mal zwischengrätschen. Das zerreißt mir gerade das Herz. Ich hätte die anderen nehmen sollen. Die machen mich immer so traurig, die Harmoniegespräche. Das war im ersten Teil auch schon so, wenn die Herzchen immer so nach unten gegangen sind. Ich erinnere mich noch. Das ist, glaube ich, aber das, was mir gerade am meisten in der Seele wehtut, weil mich auch interessiert hätte, was Nia gesagt hätte und ich wahrscheinlich auch den Freundschaftswert zu Nia hätte verbessern können. Mann, nicht enttäuscht sein, Tora. Ich habe mir Mühe gegeben, okay? I really thought you were thinking of being a salvager, Tora. Nah, it's fine. Tora, ask Nia. Hang on, Tora. Let me try again. Nee, lieber Rex, die zweite Chance werden wir nicht bekommen. Boah, ey, ist das ein bitterer Schlag jetzt hier.
So gegen Ende der Folge. Das muss ich erstmal verdauen. Das war jetzt so ein Schlag in die Magengrube, der mich wirklich sehr traurig gemacht hat. Ich könnte es natürlich nochmal neu laden, aber das werde ich aus Prinzip nicht tun. Ich habe ja vorher auch nicht abgespeichert, davon mal abgesehen. Ich stehe zu meinen falschen Antworten, okay? So, und wenn ich jetzt hier auch noch abluse, was bestimmt passieren wird, dann ist das ein ganz, ganz mieser Partabschluss, wenn ich das mal so sagen darf. Aber mal gucken. Ich war beim zweiten ein bisschen zu langsam, aber das ist okay. Es ist nämlich nur der Silberzylinder in Anführungsstrichen. Ich hoffe, dass ich das beim Goldenen jetzt richtig mache. Gucken wir mal, was hierbei rumkommt. Bitte kein Gegner, bitte kein Gegner, bitte kein Gegner. Es ist kein Gegner dabei. Das ist sehr, sehr schön. So, dann kommt jetzt der große Moment. Ich hoffe, dass ich gleich wieder dreimal A drücken darf. Der letzte Goldzylinder. Setzt einen gar nicht unter Druck oder so. Aber meine Hände waren zwar ein bisschen Wackelpudding gerade, aber es hat funktioniert. Aber gut, dreimal die gleiche Taste, ne? Das ist jetzt auch kein Hexenwerk. Aber trotzdem, also wenn ich aufgeregt bin, dann kriege ich oft auch die simpelsten Sachen nicht gebacken. Auch das haben wir jetzt hier in diesem Let's Play schon häufiger gesehen. Oh nö, oder? Da kommt so ein Gegner, der einfach nur Aufmerksamkeit will. Und da muss ich sie ihm auch noch geben, damit ich an die Eulenkisten rankomme. Na, Glückwunsch. Aber egal, der Gegner, der konnte nämlich nicht viel. Der hat einfach nur wieder ein bisschen Zeit gefressen, ne? Wie so vieles heute in dieser Folge. Aber davon bekommt er ja glücklicherweise nicht so viel mit, weil ich die langatmigen Anteile ja jedes Mal rausschnibble, ne? Ich bin jetzt bei 57,5 Minuten, nur damit ihr grob so eine Vorstellung davon habt. Ich habe keine Ahnung, ob die Folge für euch jetzt 30, 40, 45 Minuten dauert. Ich habe jegliches Zeitgefühl komplett verloren. So, aber egal. Das mit dem Bergungstauchen hat mich jetzt so ein bisschen darüber hinwegtrösten können, dass das mit dem Harmoniegespräch nicht so ganz geklappt hat. Aber auch nur ein bisschen. So nicht komplett, ne? Bisschen ist halt ein bisschen so. Kann ich jetzt hier in dieser Felsformation noch irgendeinen Schatz finden? Ich habe immer, wenn ich in solchen Ecken rumspringe, immer Angst, ich weiß nicht, das kommt wahrscheinlich auch durch die Fallout-Spiele, dass ich mich da irgendwo verkannte und dann irgendwie festbagge in irgendeiner Felsritze oder so. Das habe ich bei einigen Spielen in der Vergangenheit schon erlebt und habe da jedes Mal tierische Angst vor. Vor allen Dingen, wenn du dann so kein Autosave oder sowas in den Spielen hast und dann mehrere Spielstunden im Grunde genommen nachspielen darfst. Das ist echt der absoluter Horror. Hatte ich euch wahrscheinlich schon mal erzählt, nicht in diesem Let's Play, aber bei Fallout New Vegas ist mir das mal passiert. Da bin ich nicht festgebuggt. Da war aber das Problem, dass meine Autosave-Datei irgendwie komplett kaputt war. Und ich habe mich immer auf die Autosave-Funktion verlassen, weil ich die aus Fallout 3, was ich davor gespielt hatte, auch so kannte. Und da so ein Problem eben nicht hatte. Und irgendwann bin ich dann halt verreckt, wie es halt so ist, und dachte mir so, hey, ja, ich habe jetzt hier irgendwie seit, keine Ahnung, 20 Stunden oder so nicht gespeichert, aber ist ja nicht schlimm, gibt ja den Autosave. Da versuche ich das Spiel wieder zu laden und dann ist die Saved-Datei beschädigt gewesen oder so, keine Ahnung, wie der Wortlaut der Fehlermeldung lautete. Und dann, ja, habe ich das Spiel erstmal wochenlang nicht mehr angerührt, weil ich keinen Bock hatte, das alles nochmal nachzuspielen. So, wir haben den Umschlagplatz erreicht. Es war ein mühseliger Weg bis hierhin. Wobei eigentlich hätte er keine 2 Minuten gedauert. Aber ich will ja immer die ganzen Ränder mitnehmen. Das versteht sich ja wohl von selbst. Und deshalb war das für uns ein bisschen umständlicher. Aber umständlich im positiven Sinne, denn ich habe viel gekämpft, viel gesammelt und viel gesehen und durchaus meine Freude an dem gehabt, dass wir hier heute erleben durften. Also so ist das nicht. So, hier gibt es doch irgendwo mindestens einen versteckten Schatz. Kann mir doch keiner erzählen, dass man hier nicht belohnt wird, wenn man ganz akribisch die hintersten Ritzen hier absucht, oder? Das bringst du jetzt nicht wirklich um, Schlagplatz. Gib mir irgendwo eine Truhe. Sag danke, Spieler, dass du mich so genau inspizierst und dass du nicht einfach durch die Mitte läufst. Ja, guck mal, sag ich doch. Das Spiel und ich, wir verstehen uns halt. Es ist zwar keine Schatzkiste, aber ich freue mich über die Sammelpunkte eigentlich fast genauso sehr. Also,
Die sind ebenfalls eine riesige Motivation, zumal ich da ja auch viel Zeug rausbekomme, mit dem ich dann kochen kann und sowas alles. Und vom Kochen profitiere ich ja auch. Und es ist für mich eigentlich fast gleichwertig mit einer Kiste. Und eine Kiste haben wir ja auch noch. Perfekt. Du bist einfach die geilste Ecke überhaupt. Und die Entwickler haben meine Gebete und meinen Appell erhört. Und damit kann ich ruhig und selig aus diesem Part hier aussteigen. Aber eine Sache machen wir noch schnell. Und zwar uns hier die Belohnung abholen, damit ich dann mir noch schnell eine mit euch zusammen aussuchen kann, die ich dann wieder im Hintergrund laufen lasse. Sag mal, laufen diese Söldnermissionen im Hintergrund auch weiter, wenn ich im Pausemenü bin? Oder nur, wenn das reguläre Spiel läuft? Warum hatte ich denn diesmal da keinen Text? Normalerweise kam da immer ein Abschlusstext. Das liegt bestimmt daran, dass das keine rosane Mission war, sondern nur so eine blaue. Also wäre jetzt so mein Interpretationsansatz, aber wissen tue ich es natürlich nicht. So, wo waren wir? Wir waren in Argentum und in Argentum fehlen uns dann nur noch die herben Verluste. Und die würde ich dann mal angehen. Wichtige Verhandlungspapiere sind futsch gegangen, könnte zu wirtschaftlich herben Verlusten führen, bitte schnell wiederfinden. So, und das werde ich aber zu Beginn der nächsten Folge machen, Leute. Weil jetzt hier nochmal einen Cut einbauen und da jetzt nochmal, keine Ahnung, 7-8 Minuten oben drauf packen. Das mache ich dann lieber in aller Ruhe, wenn ich fernab des Aufnahmemoduses bin. Oh, das sieht ja alles so schön aus, ne? Wenn das in dieses Dämmerungslicht eingetaucht ist, so rum. Wunderschön. Kann es sein, dass in den einzelnen Gebieten der Himmel auch immer ein bisschen unterschiedlich aussieht? Weil ich fand den Himmel zu dieser Tageszeit in Gormod auch wunderschön, aber ich meine, der sah ein bisschen anders aus. Also der war so anders schön, keine Ahnung. Vielleicht ist das auch alles das Gleiche und ich rede mir das nur ein. Kein Plan. Liebe Leute, ich möchte mich fürs Einschalten heute bedanken und würde mich wie immer sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!